Das erste Thema bewegt sich, wir starten gleich hier in der Schweiz, um das Thema Schweiz und EU-Beitritt. Und wenn wir über Schweiz und EU-Beitritt sprechen, möchte ich kurz vorausstellen, etwa 80%, ich habe die genaue Zahl nicht im Kopf, aber der Referent wird das ergänzen nach Bedarf, ich sage mal, über 80% der Schweizer Bevölkerung steht einem EU-Beitritt momentan etwa so gegenüber. Ich habe da ein Bild, das habe ich von der Seite von dem Referenten von dieser Vereinigung, der heute jetzt zuerst zu uns spricht, geholt, diese zwei, drei Karikaturen, die ich euch zeigen möchte im Vorfeld. Ja, etwas so, oder? Die EU an die Schweiz, tretet uns bei, sonst geht ihr unter. Ja? Der Schweizer Stamm nicht schlecht. etwas so stehen 80% der Schweizer einem EU-Beitritt gegenüber. Aber damit ist die Sache nicht gegessen, damit können wir nicht sagen, das war's jetzt, da kann ja nichts mehr schief gehen, weil das Problem ist, dass die heutige Politik in etwa so gemacht wird. Das kommt auch wieder aus derselben Ecke, der Komik. Etwa so wird bei uns Politik gemacht, so warm, wärmer, wärmsten, ja, so blinde Kuhspiel ein bisschen. Wir werden an der Nase herumgeführt. Wie das genau aussieht, wollen wir in diesem Beitrag hören, der jetzt als erster Beitrag kommt. Und ich sage, wie gut gibt es noch echte Eidgenossen, die das ganze Spiel durchschauen. Und das seit 1291, muss man sagen, ja. Namhaften Widerstand können die leisten. Und heute haben wir so ein Urgestein unter uns. Ja, ich nenne das mal so, ich denke, er ist da nicht beleidigt. Dieser Referent, der jetzt als erstes auftritt, für mich ist er ein Mann, ich empfinde ihn wie einen tapferen Kamerad an der Front. Ein treuer Mann, der einfach seit Jahrzehnten steht und Widerstand leistet mit allen legalen Mitteln, der die mitgeholfen hat, ganz, ganz entscheidend, dass wir heute als Schweiz noch frei sein dürfen, nicht in der EU längst gelandet sind. Er gehört zu den Frontkämpfern, zu den tapfersten Männern für mich, eben richtiges Urgestein, richtiger Eidgenosse. Und wenn ich für ihn reden möchte, wie er einen Beitritt in die EU sieht, dann kann man das mit dem dritten Bild, und das ist das letzte, bevor wir ihn dann vorstellen, würde er das euch vorstellen, das kommt auch von ihm oder von seiner Vereinigung. So sieht er die Schweiz in der EU, ist eine tickende Zeitbombe. Ja. Also wir heißen bei dieser 13. AZK herzlich willkommen Dr. Ulrich Schlüer von der SVP Schweiz. Und er wird zu uns sprechen dann über die Schweiz und die EU, wie geht es weiter. Und hier erfahren Sie gleich jetzt Näheres über ihn. Bitte Lebenslauf ab. Dr. Ulrich Schlüer. Geboren 1944, ist aufgewachsen in Oberengstringen, Zürich. Seit 1970 verheiratet und wohnhaft in Flach im Zürcher Weinland. Er hat 4 erwachsene Kinder. Ulrich Schlüer studierte Geschichte und deutsche Literatur an der Uni Zürich und erlangte seinen Doktortitel im Jahr 1978. Dr. Ulrich Schlüer war 1969 beruflich tätig als Lehrer für Geschichte am Gymnasium Freudenberg, Zürich und gründete im Jahr 1979 die Schweizer Zeit Verlags AG und ist seither Chefredakteur. Kulturelles Engagement. 1998 gründete er die Flachtal-Stiftung zur Förderung des kulturellen Lebens im zürcherischen Flachtal, deren Stiftungsratspräsident er seither ist. Seine politische Laufbahn. 1978 bis 1994. Mitglied und Präsidium verschiedener Schulbehörden im zürcherischen Flachtal und Bezirk Andelfingen. 1994 bis 1998. Gemeindepräsident in Flach. Seit 1995 Nationalrat der SVP der Schweizerischen Volkspartei. Mitglied der Außenpolitischen Kommission 1995 bis 2011. Mitglied der Sicherheitspolitischen Kommission. Mitglied der Parlamentarischen OSZE-Delegation bis 1999. 2000 Wahl in den Zürcher Verfassungsrat. Präsident der SVP-Fraktion 2000 bis 2005. Dr. Ulrich Schlüer spricht heute zu Ihnen über die Schweiz und die EU. Wie weiter? Herzlich willkommen. Mir war es ein Anliegen, ihn an der AZK zu hören, weil die Dinge nicht in den Medien so berichtet werden, wie es gebührend wäre. Wir hören auf Sie. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich natürlich, vor einer so großen Zuhörerschaft zu sprechen. Und ich weiß, dass Sie Menschen sind, die sehr daran interessiert sind, wo sie stehen, wie sie geworden sind, was sie sind, wie wir geworden sind, was wir sind, und die mitdenken und mitgestalten, wie es jetzt in die Zukunft gehen soll. Und wenn wir in die Zukunft schauen, dann stehen wir ohne jeden Zweifel vor großen Herausforderungen und vor schwierigen Entscheidungen, die mit aller Wahrscheinlichkeit rascher auf uns zukommen, als wir das jetzt erwarten. Die Zahl, die Sie noch von mir hören möchten, Herr Sasek, ist also 84% zu 16%. Die hat die Eidgenössische Technische Hochschule in ihrer alljährlichen Sicherheitsumfrage herausgebracht. Und da sind wir schon mitten im Problem drin, meine Damen und Herren. Wir leben ja in einer Demokratie. Also wenn diese 16%, von denen viele in Bern sehr aktiv tätig sind, in Regierung, in Parlamenten, in beiden Kammern des Parlaments, in der Verwaltung, ja, wenn Sie uns davon überzeugen möchten, wir sollten doch jetzt beitreten, dann könnten Sie einfach die Frage stellen, wie sich das gehört in unserer Staatsform. Wollt ihr Mitglied werden der Europäischen Union, ja oder nein? Das wäre die faire, offene Frage. Aber eben, man kennt diese Meinungsumfrage und deshalb stellen die, die wollen, die Frage eben gerade nicht und versuchen, auf anderem Weg dorthin zu gelangen, wo sie möchten. Sie haben ja noch nie aufgegeben zu sagen, es sei das strategische Ziel, tönt ja immer schön dieses Wort, das strategische Ziel der Landesregierung, dass die Schweiz Mitglied würde der Europäischen Union. Das hat man in den 90er Jahren erklärt und seither nie widerrufen. Aber weil man das weiterhin will und feststellt, die Bevölkerung will das nicht im Land mit der direkten Demokratie, versucht man einen Weg auf hinteren Pfaden, auf Schleichwegen, durch Hintertüren zu gehen, auf das die am Schluss abstimmen müssen, nicht merken, was da getrieben wird, wohin die Reise gehen soll. Man sagt nach außen immer, nein, nein, heute will doch niemand mehr will doch da gehen. Das ist überhaupt nicht mehr die Frage. Aber man arbeitet hinten herum daran, dass Sachzwänge entstehen, wenn man in diesen gefangen ist, man plötzlich nicht mehr herauskommen kann. Das ist die Auseinandersetzung, die wir heute zu führen haben und über die ich Ihnen heute so kurz eine Standortbestimmung geben möchte. Die Geschichte begann eigentlich jetzt die jetzige Phase 4 Tage vor Weihnachten im Jahr 2012. Da traf zu Bern ein Brief ein mit dem Absender Kommission der Europäischen Union in Brüssel, namentlich unterschrieben vom damaligen Kommissionspräsidenten Herr Juan Manuel Barroso. Und da hat er gesagt, man habe ja immer Freude gehabt am Verhältnis mit der Schweiz, aber in Zukunft seien bilaterale Verträge, von denen wir einige haben, nur noch dann möglich, wenn sich die Schweiz institutionell anbinden lasse an die Entscheidungsmechanismen in der Europäischen Union. Das war das entscheidende Wort institutionell anbinden lassen. So ein richtiges Politikerwort. Nicht tönt schön, da hat man den Eindruck, etwas ganz Wichtiges, aber niemand versteht so richtig, was denn da tatsächlich gemeint ist mit dieser institutionellen Anbindung. Und dann geschah etwas Seltsames. Die in Bern wussten sofort, was gemeint war, haben kurz eine Klausurtagung gemacht und dann war schon der Vorschlag auf dem Tisch, wie man das machen will. Also man musste schon etwas naiv sein, wenn man geglaubt hätte, da seien nicht Vorgespräche im Gang gewesen, dass das nach einer Regieanweisung ablief. Denn die Schweiz hat die Schweizer Regierung hat innerhalb sehr kurzer Zeit gesagt, ja, wir wissen, wie wir das machen. Wir machen einen Rahmenvertrag. Wir machen einen Rahmenvertrag. Da stehen Grundsätze drin, die für sämtliche bilateralen Verträge, die da bestehen, übergeordnet gelten sollen. Und meine Damen und Herren, das müssen Sie wissen, es bestehen natürlich sehr viele bilaterale Verträge. Über einige haben wir abgestimmt. Genau über 17 haben wir abgestimmt, aber es bestehen noch etwa 150 weitere sogenannt untergeordneter Bedeutung, wo irgendwelche Abmachungen getroffen worden sind, von denen oftmals auch nicht die Bundesräte nicht genau wissen, was drinsteht. Das geschieht auf Verwaltungsebene. Aber jetzt machen wir einen Vertrag darüber hinweg und sagt, was in diesem Vertrag steht, das ist dann gültig für alle Einzelabmachungen, die da bestehen, alle, die schon abgeschlossen worden sind und alle, die in Zukunft noch abgeschlossen werden. Und wenige Wochen später, da haben sich dann da die hohen Diplomaten zusammengesetzt, war bereits ein Vertragsentwurf auf dem Tisch, genau am 13. Mai 2013, also weniger als ein halbes Jahr, nachdem diese Forderung von Herrn Barroso eintraf. Übrigens, irgendein wichtiges, offenes Problem hatten wir gar nicht. Wir hatten gar keine Veranlassung zu sagen, wir brauchen unbedingt einen neuen bilateralen Vertrag, den schließt man ja, wenn man Probleme hat. Aber da kam dann ein Papier mit dem interessanten Titel Non-Paper, also ein Nicht-Papier, wurde da abgeschlossen. Das ist aus der Diplomatensprache, das heißt, auf beiden Seiten haben die höchsten Diplomaten das ausgehandelt und unterschrieben, selbstverständlich mit der Zustimmung ihrer Regierungen dahinter, aber die Regierung selbst hat noch nicht unterschrieben. Weil wenn sie die Regierung unterschreibt, dann würde es nachher den Mechanismus mit der Volksabstimmung geben. Aber dieses Non-Paper wurde also vereinbart. Und in diesem Non-Paper stehen die drei Pfeiler, auf denen dieser Rahmenvertrag dann schließlich stehen soll. Pfeiler Nummer 1. Zu allem, was bilateral irgendwie einmal angesprochen worden ist zwischen Bern und Brüssel. Da gibt es ja immer weitere Entwicklungen und weitere Entscheidungen. Das ist an sich nichts Ungewöhnliches. Aber ungewöhnlich ist, dass gesagt wird, was die EU dazu beschließt, hat die Schweiz automatisch zu übernehmen, ohne dass sie noch selbst irgendwie dazu Stellung nehmen kann. Also wenn zum Gütertransit durch die Schweiz etwas beschlossen wird von der EU, hat es die Schweiz zu übernehmen, ohne dass sie noch selbst darüber beraten kann, weil Gütertransport ist eine Frage, die in bilateralen Verhältnissen selbstverständlich vorkommt. Also das ist das Erste. Automatische Übernahme aller wesentlichen Gesetze der EU, denn diese bilateralen Verträge, meine Damen und Herren, die betreffen dann sehr, sehr viele Fragen, wenn man das alles einmal überblickt. Zweiter Punkt, wenn es zu Meinungsverschiedenheiten kommt, also wenn die Schweiz etwas anders versteht oder verstehen will, als Brüssel es verstanden haben will, dann wird die Frage dem EU-Gerichtshof also aus unserer Sicht dem höchsten Gericht der Gegenseite vorgelegt. Und das, was dieses Gericht beschließt, ist für die Schweiz bindend und nicht anfechtbar. Also, das heißt ja nichts anderes, als dass fremde Richter, also die Richter des EU-Gerichtshofes, dort ist die Schweiz nicht vertreten, fremdes Recht, nämlich in der EU gültiges Recht, über die Schweiz bindend und zwingend anwenden. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, man hat natürlich in Brüssel schon gemerkt, die Schweizer, die stimmen da von Zeit zu Zeit ab. Und da kann es geschehen, dass die anders abstimmen, als die Regierung will. Und das ist schwer nachzuvollziehen für jemand, der sagt, wenn ich etwas entschieden habe, dann gilt das und dann hat da nicht noch Volk oder irgendjemand noch etwas zu sagen. Also die fürchten diese direkte Demokratie. Die haben Angst, sie würden da ins Unrecht versetzt. Und deshalb wird da gesagt, in diesem dritten Punkt, sollte die Schweiz einen Entscheid des EU-Gerichtshofes nicht übernehmen können, und das kann sie nicht, wenn das Volk in der Schweiz etwas anderes beschließen würde, dann ist mit dem Einverständnis der Schweizer Regierung die Europäische Union berechtigt, Sanktionen, also Strafmaßnahmen gegen die Schweiz zu erlassen. Strafmaßnahmen, wenn das Volk nicht so stimmt, wie da Brüssel das gerne hätte. Also meine Damen und Herren, Sie sehen, das sind also happige Forderungen und happige Beschlüsse, die da gefasst worden sind. Es ist dann auf beiden Seiten da das sogenannte Verhandlungsmandat beschlossen worden. Die Schweiz hat augenblicklich innerhalb weniger Wochen gesagt, ja, ja, das anerkennen wir auf dieser Grundlage. Um diese drei Prinzipien sollen jetzt die definitiven Handlungen geführt werden. Die EU hat etwas gewartet, bis da die Schweiz gesagt hat, sie sei mal im Voraus mit allem einverstanden. Also wenn ich Schweiz sage, dann meine ich die Regierung in Bern, nicht die ganze Schweiz. Und dann haben sie gesagt, ja, wenn die sofort einverstanden sind, wollen wir noch etwas zugeben. Ist ja verständlich, so wird auf internationaler Ebene verhandelt. Und da haben sie noch zwei weitere Vorschläge oder zwei weitere Forderungen aufgestellt. Bis heute ist es ja so, wenn die EU jeweils eine Erweiterung macht, insbesondere Richtung Osten, dann heißt es, ja, aufgrund bestehender Verträge profitiert natürlich die Schweiz auch davon, wenn sich die EU erweitert. Also muss sie einen Beitrag bezahlen an diese Erweiterung, einen sogenannten Kohäsionsbeitrag. Wir haben einmal abgestimmt über die Kohäsionsmilliarde, das ist nicht gerade wenig, was man da jeweils bezahlt, für die erste Etappe der Osterweiterung. Und dann haben wir wieder die Kohäsionszahlung für den Beitritt von Rumänien und Bulgarien von etwa 450 Millionen bezahlt. Und jetzt ist gerade wieder der dann fällig bezüglich Kroatiens. Und die EU findet das mühsam, dass sie da uns fragen muss, ja, ihr solltet doch auch etwas bezahlen, könnt ihr nicht mal da eine Volksabstimmung machen oder einen Beschluss, dass ihr da auch bezahlt. Sie haben gesagt, Schluss damit, die Schweiz bezahlt einfach Jahresbeiträge, als wäre sie Mitglied. Man muss also einen jährlichen Beitrag zahlen, wir werden praktisch tributpflichtig gegenüber der Europäischen Union. Und dann hat die Europäische Union gesagt, ja, mit diesen Verträgen, das ist ja schön und recht, wenn wir das in Verträgen festschreiben, aber halten die dann das auch ein, was sie da unterschrieben haben? Und um das zu gewährleisten, fordert sie jetzt die Einrichtung eines Überwachungsorgans. Also ein Organ, eine Kommission, bestimmt und zusammengestellt von der Europäischen Union mit Sitz in der Schweiz, die nichts anderes zu machen hat, als dazu zu schauen, ob die Schweizer das auch machen, was sie da in diesem Rahmenvertrag und anderen Verträgen überschrieben haben. Also wir hätten wieder die Vögte im Land, wie vor Jahrhunderten auch schon. Wir wären bevogtet und tributpflichtig. Das ist die Ausgangslage. Und der Bundesrat hat natürlich festgestellt, er hat ja da seine Kommunikationsberater, ist nicht gut angekommen im Volk. Automatische Übernahme, das ist ein Ausdruck, den die Schweizer nicht lieben. Und Sanktionen, Strafmaßnahmen, nein, das sollte man vermeiden, solche Ausdrücke. Und deshalb hat man jetzt andere eingeführt. Wir müssen, erfahren wir von Bundesbären, nicht mehr automatisch übernehmen, was die EU sagt. Wir müssen es nur dynamisch anwenden. Das ist jetzt der Ausdruck. Und wir müssen nicht mehr mit Sanktionen, mit Strafmaßnahmen rechnen. Die EU sei bloß berechtigt, Ausgleichsmaßnahmen zu treffen. Sehen Sie, meine Damen und Herren, nicht nur in einer direkten Demokratie, aber dort besonders. In einer Demokratie hat das Volk einen Anspruch darauf, dass die Regierenden so sprechen, dass es der Einzelne versteht. Diese geschwurbelten Ausdrücke, und vor allem die täuschenden Ausdrücke, die etwas anderes vortäuschen, als man tatsächlich im Sinn hat, die sollten in einer Demokratie grundsätzlich nichts zu schaffen haben. Und in einer direkten Demokratie, wo das Volk ja am Schluss aufgrund dessen, was man ihm vorlegt, entscheiden muss, muss man es in einer Sprache vorlegen, dass es verstanden wird und dass das zum Ausdruck gebracht wird, was auch tatsächlich Sache ist. Wir wissen noch nicht, wie die Vorlage heißt, über die wir wahrscheinlich im nächsten Jahr abstimmen müssen. Der Bundesrat hütet sich jetzt schon, den Titel zu geben. Ich kann Ihnen mit Sicherheit sagen, es wird nicht heißen Rahmenvertrag, obwohl wir über den Rahmenvertrag abstimmen. Es wird so irgendwie heißen, es geht um die Erneuerung des bilateralen Wegs oder die Bekräftigung des bilateralen Wegs, irgend so etwas Allgemeines, bei dem jeder sagt, ja, bilateraler Weg, sind wir nicht schlecht gefahren. Natürlich kann man wieder mal erneuern, wieder mal bestätigen. Aber man verschleiert natürlich, was man machen will. Dass man sagt, das Recht, das Brüssel beschließt, übernehmt ihr automatisch, als wärt ihr Untertanen. Und wenn ihr nicht pariert, dann sagt das EU-Gericht, was ihr zu tun habt. Und wenn ihr auch das nicht macht, dann gibt es Strafmaßnahmen. Das hat doch überhaupt nichts mehr mit bilateralem Verkehr zu tun, meine Damen und Herren. Bilateral verhandeln, Gleichwertige auf gleicher Augenhöhe politisch. Souveräne Staaten, souveräne Gebilde, die in aller Freiheit sagen können, ja, das machen wir, oder nein, das machen wir nicht. Aber doch nicht so, dass man automatisch übernehmen muss, was der andere befiehlt, dass man seinem Gericht unterstellt wird und dass man noch Strafmaßnahmen unterstellt wird, Tribute zahlen muss und ein Überwachungsorgan im eigenen Land beherbergen muss von den anderen. Das hat doch überhaupt nichts mehr mit bilateral zu tun. Dieser Vertrag ist in Wahrheit ein Unterwerfungsvertrag, meine Damen und Herren. Wenn wir diesem Vertrag zustimmen würden, dann wäre das das Ende des bilateralen Verhältnisses. Im bilateralen Verhältnis können wir tatsächlich heute 1:1 verhandeln, wie die EU auch mit China oder mit den USA oder mit weiß wem verhandelt. Wir sind ein ebenbürtiger Partner. Aber natürlich nicht mehr, wenn wir automatisch übernehmen müssen, was die sagen. Wenn wir zur Befehlsempfängerin, wenn die Schweiz zur Befehlsempfängerin erniedrigt wird. Und darum geht es. Und dagegen muss man sich wehren. Meine Damen und Herren, hinter diesem Vorhaben, das da auf uns zukommt, stehen gewichtige juristische Hirne, die da lang ausgetüftelt haben, wie man das machen kann, damit man möglichst am Volk vorbei das entscheiden kann, dass man als richtig befindet und da eine Mehrheit eben zurückgeblieben ist und nicht merkt, dass das die Zukunft ist. Es gibt da so ein Gutachten, so einen Plan. Der ist 2010 geschrieben worden. Das Besondere an diesem Plan ist nicht unbedingt sein Inhalt. Er wurde verfasst vom Zürcher Staatsrechtler Professor Daniel Thürer. Das Besondere ist nicht einmal der Inhalt. Das Besondere ist, dass die Schweizer Regierung, die dieses Gutachten in Auftrag gegeben hat, als sie es abgeliefert bekam, sofort gesagt hat, das bleibt geheim. Von dem darf nur der Bundesrat wissen. Nun, es gibt da manchmal Mittel und Wege, auch Schleichwege, die wir kennen, dass man dann vielleicht doch irgendwann merkt, da muss irgendetwas sein. Etwa ein Jahr lang war er tatsächlich geheim, dieser Plan. Dann hat man gemerkt, da ist etwas los. Und mit der Zeit hat man gemerkt, woher es kommt. Und dann haben zwei Zeitungen, die Weltwoche und die Schweizer Zeit, Auszüge aus diesem Gutachten abgedruckt, worauf sich der Bundesrat entschlossen hat, es zu veröffentlichen. Wobei, meine Damen und Herren, in Friedenszeiten hat der Bundesrat kein Recht, vor den parlamentarischen Kommissionen Gutachten zu verheimlichen. Es gibt in der Schweiz ein gesetzliches Mitwirkungsrecht der Außenpolitischen Kommission in außenpolitischen Dingen. Das ist natürlich mit Füßen getreten worden in dieser Sache. Und in diesem Vertrag ist natürlich Dynamit. Man hat sofort verstanden, weshalb man sich entschied, ihn geheim zu halten. Das geht nämlich so. Da wurde dem Bundesrat angeraten, wenn die EU irgendetwas beschließt, irgendeinen Beschluss fasst, eine Verfügung trifft, dann muss das immer so aufgenommen werden und so bezeichnet werden, insbesondere, als wäre das Völkerrecht. Übergeordnetes Recht, nicht nur für die EU, sicher für ganz Europa und allenfalls noch darüber hinaus gültig. Völkerrecht müsse das sein. Der Bundesrat solle konsequent EU-Recht nur noch als Völkerrecht bezeichnen, was natürlich lächerlich wird. Ich meine, es ist Roger Köppels Spezialität, immer wieder darauf hinzuweisen, der Beschluss der EU, dass man Servola heute nicht mehr aus Brasilien, sondern allenfalls noch aus Argentinien beziehen darf, wäre dann übergeordnetes Völkerrecht, an das sich alle halten müssen, ist ja lächerlich, nicht? Aber die Idee ist, das muss als Völkerrecht bezeichnet werden, denn dem Völkerrecht kann sich niemand entziehen. Einer, der sich dem Völkerrecht entziehen will, der würde ja entscheiden, ich gehöre zu den Schurkenstaaten. Und das kann er nicht. Und dann kommt es so weit, dass man sagt, ja, in wichtigen Fragen, wenn das Völkerrecht ist, kann man nicht mehr Ja oder Nein sagen. Dann kann man nur noch Ja sagen, weil wenn man Nein sagen würde, dann würde man sich außerhalb der Staatengemeinschaft, auch so ein schönes Wort, platzieren und wäre ein Verfemter, ein Ausgestoßener, der sich selbst ausgestoßen hat. Das ist die Idee dahinter. Und das ist eine gefährliche Idee, meine Damen und Herren. Und gegen diese Idee muss man antreten. Es geht also letzten Endes um die Unterwerfung der Schweiz unter all das, was in Brüssel beschlossen wird. Wir lassen den Brüsselern ihre Mechanismen, wie sie Beschlüsse treffen. Aber wir behalten uns vor, selber zu entscheiden, wie Beschlüsse in unserem Land gültig werden sollen. Und jetzt Und jetzt kommt die Drohkulisse. Dann heißt es, ja, wenn ihr das macht, dann gefährdet ihr die bilateralen Verträge. Denn es gibt die Guillotine-Klausel, wenn ihr beispielsweise, was jetzt ohne Zweifel zur Diskussion steht, wenn ihr die Personenfreizügigkeit nicht so weiterführt, wie sie beschlossen worden ist, dann kann die EU die Guillotine runterlassen und alle 7 Verträge des ersten bilateralen Pakets fallen dann dahin. Dann seid ihr dann wirklich isoliert, abgeschlossen vom Binnenmarkt, wirtschaftlich isoliert, der Verarmung preisgegeben. Das ist die Argumentation, wie wir sie ständig hören, meine Damen und Herren. Und ich muss Ihnen sagen, also wenn man dann genau ist, stellt man auch fest, wir hören sie vor allem aus Bern, aus Brüssel nämlich nicht, wohlweislich. Die wissen nämlich auch, was in diesen Verträgen steht. Die EU wird doch nie und nimmer den Transitvertrag durch die Schweiz aufkündigen, damit sie 3-mal so viel zahlen müssen, wenn sie durch den Gotthard fahren wollen, als jetzt. Das würde die holländischen, die belgischen, die norddeutschen, aber auch die italienischen Spediteure ruinieren gegenüber der Konkurrenz aus Osteuropa. Das machen die nie. Und deshalb drohen sie auch nicht damit. Aber in Bern wird uns das gesagt. Und da muss ich Ihnen wiederum sagen, da werden Sie in einem Ausmaß an der Nase herumgeführt, das nun wahrhaftig bedenklich ist. Der Freihandel, um den geht es ja, der steht gar nicht in einem der 7 Verträge, die der sogenannten Guillotine unterstehen. Der Freihandelsbeschluss wurde im Jahre 1972 im Freihandelsvertrag abgeschlossen. Der ist von niemandem bestritten, auch nicht von der EU, weil das ein beiderseits ausgewogener Vertrag ist, von dem jeder profitiert. Also die Behauptungen da auch von Economy Suisse und Wirtschaftskreisen, wir würden wirtschaftlich quasi in die Hölle geraten, wenn man da Verträge gefährden würde, die sind haltlos. Der entscheidende Vertrag steht nicht unter der Guillotine. In diesem Paket von 7 Verträgen stehen durchaus wichtige Dinge, das sei gar nicht bestritten. Aber nicht die Existenz des Freihandels ist in Frage gestellt. Und wenn die EU das möchte, dann gibt es noch die WTO, da sind wir dabei, da ist die EU dabei, die ein Diskriminierungsverbot festgelegt hat. Das wäre eine Diskriminierung, eine bewusste Schlechterstellung der Schweiz, die man international, gegen die man international vorgehen könnte, wenn man den Willen und die Courage dazu hätte. Dort ist vermutlich der schwächste Punkt. Wir haben es jetzt erlebt da in den letzten 14 Tagen. Nicht? Wir haben diese Masseneinwanderungsinitiative angenommen im Februar 2014. Auf dem Hintergrund, dass damals, als der Vertrag ausgeschlossen wurde, der freien Einwanderung im Rahmen der Personenfreizügigkeit, hat man beiderseits vorausgesagt, das würde eine Einwanderung von so ungefähr 8000 Personen, der Bundesrat hat gesagt, sicher nicht mehr als 10.000 im Jahr bringen. Und dann, als dann die Schutzklauseln aufgehoben wurden, ist das emporgeschnellt auf 60.000, auf 70.000, auf 80.000, auf 90.000, mein pro Jahr eine Stadt St. Gallen. Meine Damen und Herren, da hat man einfach gesagt, das geht auf die Länge so nicht. Und in diesem Vertrag hat es 2 Klauseln in den Artikeln 14 und 18, wo festgeschrieben ist, wenn sich die Verhältnisse vollständig oder maßgeblich verändern gegenüber den Zuständen, die bei Vertragsabschluss gegolten haben, dann hat jede Seite das Recht, die andere zur Nachverhandlung einzuladen. Die muss kommen. Sie muss nicht alles annehmen, was man ihr vorsetzt oder vorschlägt, aber die Nachverhandlung ist obligatorisch. Die Schweiz hat zwar sondiert in Brüssel und gesagt, die Stimmung ist nicht gut, ja, müssen noch zuwarten. Aber dieses formelle Ersuchen, die Schweiz hat abgestimmt, sie wolle die Einwanderung wieder unter eigene Kontrolle bringen, weil die Verhältnisse sich vollständig verändert haben, unendlich viel mehr Einwanderung kommt, als eigentlich vorgesehen war. Die Einladung auf Nachverhandlung müsste die Europäische Union annehmen. Ich bin auch überzeugt, sie würde sie annehmen, aber sie wird nicht einmal ausgesprochen. Und dann kommt dieser Beschluss, jetzt wird ja halt das Volksabstimmungsergebnis nicht umgesetzt. Also man darf freiwillig bei einem Arbeitsloseninstitut sagen, man hätte eine offene Stelle. Das darf man. Das ist da die Umsetzung light, die Sie da wollen. Aber ein Vorrang, dass zuerst Inländer beschäftigt werden sollen, wie wir es abgestimmt haben, der ist aufgehoben. Und jetzt hat vorgestern unser Chefunterhändler, Herr Jacques de Vatteville, ich habe den als Botschafter kennengelernt während meiner parlamentarischen Zeit, übrigens, die hat dann 2011 aufgehört, ich bin jetzt nicht mehr, nicht? Also, ist ein kluger Mann. Ich habe ihn eigentlich als für seine Arbeit geschätzt, die er geleistet hat. Jetzt kommt er in die Presse, weil doch einige, vor allem jetzt Ständeräte, ein bisschen vom schlechten Gewissen ereilt worden sind. So kann man doch nicht mit den Leuten umgehen. Die stimmen ab, im vollen Wissen, dass das eine Veränderung bringt, im vollen Wissen, dieser Vertrag lässt Veränderungen zu, hat den Vorgang, wie sie geschehen sollen, vorgesehen. Jetzt einfach sagen, nein, wir machen nichts. Wir sagen, die bilateralen Verträge dürfen nicht in Frage gestellt werden, wir machen nichts. Was das Volk beschlossen hat, gehört in den Papierkorb. Wir nehmen EU-Gesetz als bindend an und nicht Schweizer Recht. Und jetzt kommt dieser Chefunterhändler. Notabene, der Vorschlag kam ja nicht vom Bundesrat, sondern er kam aus einer Parlamentskommission und sagt, wenn ihr jetzt noch etwas ändern wollt, also das ist an die Ständeräte gewandt, dann könnte wieder alles in Frage gestellt werden. Jetzt ist Brüssel einverstanden. Selbstverständlich sind die einverstanden, wenn man in der Schweiz sagt, Schweizer Gesetz gilt nicht mehr, wir handeln nach Brüsseler Gesetz. Natürlich sind die einverstanden. Wenn ihr das jetzt wieder in Frage stellen möchtet, dann dürfte mit einer geharnischten Reaktion aus Brüssel zu rechnen sein. Ich habe eigentlich gemeint, er hätte unsere Interessen zu vertreten und hätte nicht uns Angst zu machen über Dinge, die Brüssel noch gar nicht beschlossen hat. Das ist die Situation, in der wir stehen. Es ist kein offener Kampf, der da geführt wird. Es ist nicht ein Kampf, bei dem jeder weiß, wenn ich so stimme, dann geschieht das und wenn ich anders stimme, dann geschieht das andere. Sondern er versteht nicht, wie muss ich stimmen, wenn ich das will, was ich eigentlich möchte. Das ist das Schwierige. Wenn an der Verfassung vorbeigehandelt wird, wenn plötzlich die Grundlage der direkten Demokratie in Frage gestellt wird und gesagt wird, ja, in Rücksicht auf Brüssel müssen wir das anders machen. Es geht ja um die institutionelle Anbindung. Anbindung ist das Wort. Wir sollen angeschlossen werden, ohne etwas zu sagen zu haben. Nun, es ist ein Hin und Her. Wir können nicht genau sagen, wie es weitergeht. Wir wissen, was gemeint ist. Der Zeitplan ist vielleicht so abzuschätzen, Persönlich glaube ich nicht, dass die eidgenössischen Räte noch in diesem Jahr zu diesem Rahmenvertrag Stellung nehmen können. Es wird wahrscheinlich Frühjahr nächstes Jahr sein. Dann käme das Referendum im Frühsommer, die Volksabstimmung darüber dann vielleicht im Herbst oder zu Beginn Winter nächsten Jahres. Das ist ungefähr das, was man jetzt abschätzen kann, aber mit vielen Fragezeichen. Aber es stellt sich noch eine andere Frage. Was gewinnt denn die Schweiz, wenn sie institutionell angebunden wird an die Europäische Union? Was ist der Gewinn? Was haben wir davon? Das ist eine Frage, die wir stellen dürfen, wenn es um einen Vertrag geht. Werden wir beteiligt an der Schuldenwirtschaft, wie sie in der EU völlig außer Kontrolle geraten ist, meine Damen und Herren? Wir haben ja genug Probleme. Wir haben ja genug Probleme mit den Rettungsübungen, die auch unsere Nationalbank unternehmen muss oder unternehmen will. Also meines Erachtens ist sie viel zu weit gegangen, um da Wechselkurspflege zu betreiben mit einer Währung, die einfach ad absurdum geführt wird. Wenn sie Abermilliarden, dreistellige oder sogar vierstellige Milliardenbeträge per Gelddruckmaschine in die Wirtschaft werfen und nichts geschieht, meine Damen und Herren, dann müssten Sie doch zur Kenntnis nehmen, da ist nicht nur die Währung krank, da krankt auch die Wirtschaft immer mehr. Wenn uns präsentiert wird, diese Europäische Union sei ein Friedensprojekt. Dank der europäischen Einigung sei jetzt Frieden in Europa, nachdem zuvor während Jahrhunderten dieser Krieg, das die Geschichte dieses Kontinents bestimmt hat. Ja, das hat natürlich schon etwas in Bezug auf die Ideen, die in den 40er und 50er Jahren vorgeherrscht haben. Den Frieden hat damals allerdings das sogenannte Gleichgewicht des Schreckens garantiert. Aber dass da Absichten bestanden für ein friedliches Miteinander, das mag ja stimmen. Aber was geschieht denn jetzt? Indem man krampfhaft alle Staaten in Europa ins gleiche Wirtschaftssystem steckt, in die gleiche Währung steckt, erleben wir, wie die Südländer in bitterste Armut verfallen. In eine Armut, wie es sie nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa nicht mehr gegeben hat. Das ist doch nicht etwas, woraus Frieden erwachsen kann. Das ist das Gegenteil. Meine Damen und Herren, in allen europäischen Staaten, auch in der Schweiz, sind nach dem Zweiten Weltkrieg Sozialwerke geschaffen worden, die einen Ausgleich in der Bevölkerung herbeiführen wollten. Die AHV in den 40er Jahren, das wohl bedeutendste Projekt in der Schweiz. Ja, jetzt kommen monatlich, wöchentlich Dutzende, Hunderte, Tausende in unser Land, aber in Deutschland ist es noch viel schlimmer, die holen nur von den Sozialwerken. Die werden zeitlebens nie in der Lage sein, etwas einzubezahlen. Wir haben wahrscheinlich jetzt schon eine sechsstellige Zahl von Leuten, die hier wohnen, AHV-berechtigt sind, die nie im Leben einen Franken einzahlen werden in diese AHV. Das kann doch ein solches System auf die Länge nicht aushalten. Aus solcher bewusster Unterminierung, Zerstörung wächst doch nicht Frieden, da wächst das Gegenteil. Wir gefährden den sozialen Frieden mit dieser krampfhaften Vereinheitlichung, bürokratisch geführten Vereinheitlichung, Gleichschaltung, die da in Europa Überhand genommen hat, das hat nichts mehr zu tun mit dem Europa der Vaterländer, wie es einem de Gaulle und anderen großen Europäern früher vorgeschwebt hat. Das ist etwas völlig anderes und nichts Gutes, meine Damen und Herren. Ich komme zum Schluss und möchte an eine Persönlichkeit erinnern, der die Schweiz unglaublich viel zu verdanken hat. Diese Persönlichkeit kann nächstes Jahr, also sie kann nicht mehr selbst, aber nächstes Jahr ist der 600. Jahrestag ihrer Geburt. Bruder Klaus. Meine Damen und Herren, zunächst, die Schweizerische Landesregierung hat bereits den Beschluss gefasst und veröffentlicht, man verzichte im Jahre 2017 darauf, an den Geburtstag von Bruder Klaus zu erinnern. Ich muss Ihnen sagen, ich kann das einigermaßen nachvollziehen. Wenn man einen Vertrag macht, wo man automatisch Gesetze von anderen übernimmt, wo man die Gerichtshoheit einem fremden Gericht übergibt und wo man zustimmt, dass man bestraft wird, wenn man diesem nicht gehorcht, dann kann man nicht gut auch noch gerade Bruder Klaus feiern. Aber als ich hereinkam, hat mir da jemand diesen Kleber hier angeklebt und hat daran erinnert, und das hat Herr Sasek in seiner Eröffnung auch gesagt, es geht auch um Frieden. Es geht um Frieden in unserem Land. Bruder Klaus ist wohl derjenige, der in sehr schwieriger Zeit, als diese junge Eidgenossenschaft am Gegensatz zwischen Stadt und Land unmittelbar am Auseinanderzubrechen drohte, als Friedensmann gewirkt. Man hat ihn in letzter Not angerufen und er hat gesagt, zunächst kommt das Gebet, aber dazu auch das Handeln derjenigen, die mit dem Verstand ausgestattet worden sind, der jetzt nötig ist, um das Problem zu lösen. Und er war es, der mit einem Ratschlag, der heute fast etwas simpel erscheint, die Abgesandten der Kantone, die schon ihre Pferde gesattelt hatten, auch nach dem Abbruch der Tagsatzung dazu bewogen, kommt nochmals zusammen. Und er hat den Städtern gesagt, ihr solltet nicht länger das Bürgerrecht in euren Städten nur euch Städtern reservieren, auch diejenigen, die um die Städte herum wohnen, leisten Beiträge an euer Wohlergehen. Denen solltet ihr das ermöglichen. Und denen rundum hat er gesagt, ihr solltet nicht weiter Nein sagen, dass man zwei weitere Städte, es ging um Solothurn und Fribourg, in die Eidgenossenschaft aufnimmt. Und sie brauchten dann noch eine Stunde und dann war das Stanzer Verkommnis 1481 unter Dach und Fach, eines der wesentlichsten Friedensdokumente für die Schweiz. Denn es hat einen Hintergrund und der ist aktuell wie eh und je. Der Hintergrund von Bruder Klaus ausgesprochen lautete, mischt euch nicht in die Händel der Großmächte. Dort habt ihr als Kleinstaat nichts zu suchen. Beschränkt euch auf euch selbst, aber sorgt dafür, dass ihr im Inneren eine gerechte Ordnung, gerechten Ausgleich zwischen allen erreicht. Lasst die Leute mitsprechen, damit diese gerechte Lösung entsteht. Das war sein Ratschlag. Den Zaun nicht zu weit stecken, aber innen Ausgleich, Frieden, Mitsprache. Ich meine, er hat das Wort Demokratie noch nicht ausgesprochen, aber die Weiche dazu wurde damals wesentlich gestellt. Meine Damen und Herren, wir haben uns zu entscheiden. Wollen wir nächstes Jahr Bruder Klaus feiern und weiterhin Schweiz bleiben? Oder wollen wir zu den Großen gehören, wo ein paar dann am Katzentisch zu Brüssel dabei sind, an den großen Empfängen? Mitsprechen werden sie auch nicht viel, aber sie sind wenigstens dabei. Aber der Rest des Landes hat nichts mehr zu sagen, sonst muss er Sanktionen über sich ergehen lassen. Ich danke Ihnen. Herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank. Ich sag's ja, echtes Urgestein, echter Eidgenosse, ja, das sind Sie. Mir fällt auf, ja, das war jetzt mal ein richtiger Schweizer Beitrag, aber ich denke, hier sind sehr viele Leute, auch in den anderen Ländern, wir konnten die Prinzipien hören. Es sind zwar Schweizer Probleme jetzt genannt worden, von unserer Perspektive aus, aber was Dr. Schlüer hier gesagt hat, sind lauter Prinzipien, so wird es auch anderswo gemacht, in anderen Ländern. Ich sage jetzt nicht überall, aber in den meisten Ländern wird genau mit diesen, ich sage nur Taschenspielertricks gearbeitet. Ein Terminologiekrieg, oder? Verwirrung der Begriffe. Ich bin manchmal so weit, es ist so schwierig geworden, dass ich mir so eine Faustformel aufgerichtet habe für diese Notzeit, wo man nicht mehr genau weiß, was muss man stimmen. Im Notfall einfach immer das Gegenteil, wenn man es nicht versteht. Das ist eine Faustformel, ich merke, etwa auf das läuft es hinaus, oder? Aber wenn wir jetzt wieder die Terminologie lernen, das heißt eben, es braucht genau diese Männer wie Herr Schlüer, die eben hinstehen und wieder sagen, was das bedeutet, eben was eine Strafe ist, die Keule und diese Dinge. Diese Begriffe müssen wieder geklärt sein. Das ist der Informationskrieg, der dem eigentlichen Krieg vorangeht, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Wenn wir diese Männer haben und diesen Männern gehorchen und mit ihnen mitgehen und ihre Botschaft raustragen, wenn wir ihnen helfen, dass es publik wird, ist es nicht mehr so einfach, von irgendwelchen Minderheiten über den Tisch gezogen zu werden. Also ich empfinde, Sie haben einen ganz großartigen Beitrag geleistet, auch für die momentane Situation der Schweiz. Wir werden alles daran setzen, dass diese Botschaft gehört und nicht weiter zensuriert wird von den Medien. Vielen herzlichen Dank noch einmal.